Sie hier aus dem Buch Wittgenstein, Sprachkritik und Sprachtherapie. Wittgenstein erklärt nicht, wie es möglich ist, die wahre Sprachlogik, in Klammern mit oder ohne Hilfe der unwahren Umgangssprache, zu finden. Ihm kommt es hier nur darauf an, dass sie im Gegenzug zur Umgangssprache gefunden werden muss. Alle geschichtliche Die Sprache verkleidet die Gedanken. Und zwar so, dass man nach der äußeren Form des Kleides nicht auf die Form des bekleideten Gedankens schließen kann. Weil die äußere Form des Kleides nach ganz anderen Zwecken gebildet ist, als danach die Form des Körpers erkennen zu lassen. Aus diesem an sich alten Gedanken, dass zwischen Gedanke und Sprache eine gewisse Diskrepanz besteht, dass alle geschichtliche Sprache ungenau ist, ergibt sich nicht nur die Frage nach einer richtigen, das heißt wirklichkeits- und gedankenadäquaten Sprache, sondern auch das Verdikt über jede Philosophie, die sich der Umgangssprache bedient. Die meisten Sätze und Fragen, welche über philosophische Dinge geschrieben worden sind, sind nicht falsch, sondern unsinnig. Wir können daher Fragen dieser Art überhaupt nicht beantworten, sondern nur ihre Unsinnigkeit feststellen. Die meisten Fragen und Sätze der Philosophen beruhen darauf, dass wir unsere Sprachlogik nicht verstehen. Alle Philosophie ist Sprachkritik. Letztendlich ist sie sogar Sprachtherapie. Interessant, ne? Der Ursprung der Philosophie liegt also in einer Störung des normalen Sprachbetriebes. In einer Art Sprachentgleisung. Der wichtigste Grund für das Philosophieren scheint in einer gewissen Unübersichtlichkeit der Sprache zu liegen. Es ist eine Hauptquelle unseres Unverständnisses, dass wir den Gebrauch unserer Wörter nicht übersehen. Unserer Grammatik fehlt es an Übersichtlichkeit. Offensichtlich ist die Sprache nicht nur ein für ihre Zwecke geeignetes Instrument oder eine bloße Technik, sondern auch ein Labyrinth, das wir zwar selbst irgendwie erfunden haben, indem wir uns aber auch selbst verwirren. Aufgabe der Philosophie ist es daher, einen klaren Überblick zu schaffen, wie immer dies im Rahmen unserer Sprache und mit welcher Sprache möglich sein mag. Und das tue ich ja total. Das tue ich total. Das, was von uns selbst errichtete Labyrinth der Sprache, ist eine Falle, die wir uns selbst gestellt haben. Wir verfangen uns in unseren eigenen Stricken. Die fundamentale Tatsache ist hier, dass wir Regeln, eine Technik für ein Spiel festlegen und dass es dann, wenn wir den Regeln folgen, nicht so geht, wie wir angenommen hatten. Dass wir uns also gleichsam in unseren eigenen Regeln verfangen. Dieses Verfangen in unseren Regeln ist, was wir verstehen, das heißt übersehen wollen. Dass wir verstehen, übersehen, das Einfühlen in das, was Logik ist, das ist es, das Wesen der Logik eben. Er begnügt sich damit, Philosophie als Aufklärung einer sprachlichen Selbstverstrickung zu definieren. Daher rennen wir sozusagen von innen gegen die Grenzen unserer Sprache bzw. der Sprache überhaupt an. Die Ergebnisse der Philosophie sind die Entdeckung irgendeines schlichten Unsinns und Beulen, die sich der Verstand beim Anrennen an die Grenzen der Sprachen geholt hat. Aufs Ganze gesehen wird man also sagen müssen, dass die Sprache uns verhext, nicht zuletzt in der Philosophie.
uns verhext, nicht zuletzt in der Philosophie. Na, aufs Ganze gesehen wird man also sagen müssen, dass die Sprache uns verhext. Nicht zuletzt in der Philosophie, dass die Philosophie aber dieser Verhexung Herr werden kann, indem sie die philosophischen Probleme selber wieder als schlichten Unsinn auflöst. Die Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung unseres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache. Der Verstand verhext sich sozusagen selbst durch die Sprache und kämpft in der Sprache und mit der Sprache gegen diese Verhexung durch die Sprache. Philosophie ist Aufklärung, aber nicht als Wahrheits- oder Wirklichkeitserkenntnis, sondern nur als Aufklärung von Sprache bzw. von sprachlichen Missverständnissen, nicht zuletzt in der Philosophie selbst. Eine ganze Wolke von Philosophie kondensiert sich zu einem Tröpfchen Sprachlehre. Philosophie ist daher in der einen oder anderen Form Sprachtherapie durch Sprachkritik. Als solche löst sie keine Probleme im Sinne einer Erklärung, sondern beseitigt sie nur als Missverständnisse. Der Philosoph behandelt eine Frage wie eine Krankheit. Die philosophischen Probleme sollen vollkommen verschwinden. Aber es sind nur Luftgebäude, die wir zerstören, und wir legen den Grund der Sprache frei, auf dem sie standen. Philosophie erklärt nicht, sondern zeigt nur auf, und zwar nicht zuletzt ihre eigenen Fehler. Insofern ist sie Korrektur durch Kritik, nämlich Korrektur der Sprachfehler, aber sie beschreibt letztendlich nur den Gebrauch der Sprache, wie er ist. Toll, ne?